Der rasante Vormarsch der Taliban in Afghanistan geht weiter. Kämpfer der radikal-islamischen Miliz lassen sich in einem Regierungsgebäude in der Stadt Kunduz filmen. Die internationalen Streitkräfte haben Afghanistan fast komplett verlassen. Der Kampf um die Macht über das Land ist voll entflammt. EU-Kreisen zufolge kontrollieren die Taliban bereits fast zwei Drittel Afghanistans. US-Geheimdienste schätzen, die Hauptstadt Kabul könne innerhalb von 30 bis 90 Tagen an die Taliban fallen. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani besucht Mazar-i-Sharif, um sich ein Bild von der Sicherheitslage zu machen. Die Taliban rücken auf das wirtschaftliche Zentrum im Norden des Landes vor. In den vergangenen Tagen gab es in der Gegend heftige Kämpfe. Die Taliban haben inzwischen mehr als ein Viertel der Provinzhauptstädte erobert. Die Angst vor einer Rückkehr der Islamisten ist überall groß. Women, minorities, human rights defenders, journalists, as well as others who are particularly vulnerable, need particular protection. There are very real risks of renewed atrocities against ethnic and religious minorities. Durch die Kämpfe hat sich die humanitäre Lage vieler Afghaninnen und Afghanen verschlechtert. Nach Regierungsangaben wurden bislang mehr als 70.000 Familien aus ihrem Zuhause vertrieben. Die Taliban waren in Afghanistan von 1996 bis 2001 an der Macht. Dann brachte eine von den USA angeführte Intervention weite Teile des Landes unter Kontrolle. US-Präsident Biden befahl den Abzug der US-Truppen, der inzwischen fast abgeschlossen ist. War der Rückzug ein Fehler? Joe Biden sieht das nicht so. Schließlich seien die afghanischen Streitkräfte den Taliban militärisch und zahlenmäßig überlegen. They've got to fight for themselves. Fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their air force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. Russische, tadschikische und usbekische Streitkräfte bei einem Manöver an der tadschikisch-afghanischen Grenze. Die Nachbarländer Afghanistans bereiten sich auf eine Phase der Instabilität vor. Pakistan sichert seine Grenze zu Afghanistan mit einem neuen Zaun. Wegen der Sicherheitslage in Afghanistan setzt Deutschland Abschiebungen in das Land vorerst aus.